Herzlich willkommen beim Sport hier bei NRW TV. Mein Name ist Frank Neuenfels, feindliche Übernahme jetzt hier durch mich. Und ich tippe jetzt die Spiele, die Bundesligaspiele mit westdeutscher Beteiligung, mit NRW-Beteiligung. Hey. Ja, und möchte direkt beginnen mit dem Spiel Leverkusen gegen Wolfsburg. Du kannst doch nicht hier Pornoseiten aufrufen. Ja. Was ist denn da los? Nee, das ist ja hier. Ich habe direkt Axel Kruse live. Da ist richtig was los. Nee, Max Kruse. Ja. Also Leverkusen-Wolfsburg. Ich übernehme das gerne mal. Du machst weitermachen. Du machst das ganz toll. Ja, iPhone finde ich übrigens auch super. Kriegt man 100 dann noch bei eBay. Leverkusen-Wolfsburg sage ich 3:1. Für Leverkusen? Für Leverkusen, Wolfsburg gerade. Das Tor macht aber Max Kruse dann für Wolfsburg. Auf keinen Fall. Ja gut. Okay, wir brauchen nur die Füße, die Hände sind ja anderweitig. So, Ingolstadt. Seitdem ich nicht mehr hier das Sagen habe, ganz schön schlüpfrig hier. Ne, so, bitte, lass mal jetzt den Moderator. Ne? Ich habe ja hier jetzt hier die Gewalt. Also Ingolstadt-Schalke, 0:1. 0:1, ja. Das werden die Schalker gerne hören. Das sagt ein Dortmunder auch selten, glaube ich. Jetzt kommen wir aber schon zu Dortmund. Jetzt kommen gegen wir Bremen. Dortmund gegen Bremen, das ist ganz klar ein 4:0. Ganz klar immer, ne? Wenn die Lifestyle-Gäste hier sind, ist immer alles ganz klar. Nein, bei Mallorca, Jens war das auch immer alles ganz klar. Ja. Ja. Und es hat zu 2 Punkten hat es. Bei ganz klar Jens, der heißt nur noch ganz klar Jens, hat es gereicht. 4:1? 4:0 hatte ich gesagt. 4:0. Nicht schummeln. Ja. Jetzt rate mal, wo ich nächste Woche bin nach Ostern. Wahrscheinlich im Borussia-Park. Nein. Auf Mallorca. Ist da werde ich den Jens besuchen und er schuldet mir ein Bier, falls er noch irgendwie zuhört. Wir hatten nur mal ein Bier getippt. Ich hatte auch nur 3 Punkte an dem Spiel. Okay, diesmal wären es mehr. Mönchengladbach gegen Berlin muss ich auch aus freundschaftlicher Verbundenheit zu meinem Kumpel Tobias Sippel ganz kleine 2:1 tippen. Als Geburtstagsgeschenk. Als Geburtstagsgeschenk. Geburtstag. Genau. Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Das haben wir gerade schon im Vorfeld diskutiert. Das ist nicht zu tippen, das Ding, oder? Ist für mich das Knallerspiel, weil da sind so viele Unbekannte. Also ohne Blödsinn, 0:0. Ja. Ja, ist okay. Ja. Das kann durchaus sein. Vielleicht reicht das für beide so ein bisschen, ne? Gar nicht so schlecht. Ich drücke dir die Daumen, lieber Frank. Ich stelle gerade fest, dass die Sitze hier, wo ihr sitzt, also wesentlich bequemer sind, als wo wir uns immer hinsetzen müssen. Du findest also ist die Tonnen hier bequemer? Hier. Ja, finde ich großartig. Ja, kann ich. Ich hab schon Rücken, weil ich hier sitze immer 2, 3 Tage und du findest sie tatsächlich bequemer. Halt sie gut fest, ich nehme alles mit. Du weißt ja immer, wenn ich hier bin, nehme ich was mit. Das stimmt, aber du bringst auch andere Sachen hier hin. Hast du mal die Uhr gezeigt? Ja, klar, die habe ich schon 560 Mal. Hab ich großartig. Aber 561 Mal ist auch noch die Zeit. Du hast mir, die haben hier Kabel. Also, ja, klar. Wir sind ja ein Kabelfernseher. Sender. Ja. Das muss man auch gerade halten. Ne? Genau, das Frank Neuenfels Gedächtnisgeschenk vom Dezember 2015. Das finde ich ganz toll. Ja. Das ist handgeblasen, gemacht. Ja, von Max Kruse. Haben wir das auch geklärt. Sehr gut. Der Mann kann sitzen bleiben hier. Mit dem kann ich arbeiten. Wir werden uns noch ein bisschen um die Uhr 21 kümmern. Weiß nicht, ob du da auch ein bisschen firm bist oder nicht. Die spielen morgen gegen die Weltmacht, möchte ich fast mal sagen. Nee, Island ist es nicht. Es ist noch schlechter. Es ist Färöer-Inseln, die berühmt-berüchtigten, von denen natürlich auch die U21. Aber die haben bisher 15 Punkte, haben alle Spiele gewonnen und sollten auch dieses Spiel gewinnen, denn die wollen sich einen ganz, ganz großen Traum erfüllen, die Jungs. Die wollen zu den Olympischen Spielen nach Rio. Ja, und die haben auch alles aufgestellt, was Rang und Namen hat. Sané ist mit dabei, Süle von Hoffenheim ist mit dabei und die haben gesagt, wir wollen erstmal die U21 stärken und die Nationalmannschaft, die wird das auch so schaffen gegen England und gegen Italien. Wollen wir reinschauen in den Vorbericht? Ja, unbedingt. Also ich bin ja immer sehr, sehr gespannt auf solche Spiele gegen Färöer oder Island oder so. Keine Ahnung, wie die überhaupt 11 Leute zusammen. Ja, das ist schwierig, aber auch da denke ich nach 20 Minuten 4:0. Du darfst hier gerne sitzen bleiben. Ich würde dann schon Feierabend machen für heute. Ich bin jetzt hier festgetackert. Hier bleibe ich. Das ist toll. Danke. Die U21 gefragt und beliebt, die Nachwuchsstars sehr nahbar, das schätzt der Fan und es gibt dem so oft überhöhten Profi-Gekicke etwas ganz Normales, so soll's sein. Das Interesse an der Mannschaft von Horst Rubesch ist groß, auch viele Journalisten, die gerne mehr wissen wollen, renommierte Kollegen, die ihr Interview aufzeichnen und dabei selbst eine sehr fundierte Meinung haben.
Also ich denke, das ist eine sehr talentierte Generation, die derzeit antritt und die auch dann bei Deutschland bei den Olympischen Spielen vertreten wird. Ich denke, da sind durchaus einige Parallelen zu dieser EM-Generation 2009 erlaubt. Allerdings, man hat gesehen, es kann immer wieder Rückschläge für eine U21-Nationalmannschaft geben. Da ist ja gerade das vergangene Jahr bei dieser 0-5-Niederlage gegen Portugal ja auch ein deutliches Warnsignal gegeben worden, dass es nicht immer bergauf geht und dass gerade diese Talente noch immensen Leistungsschwankungen unterliegen. Nach dem Motto, auf und nieder, immer wieder, was ja in der Natur der Sache liegt bei jungen. Jo, und wenn Sie sich den ganzen Beitrag angucken, WDK ist gut aufgehoben auf der DFB-Seite, dfb.tv. Ich sag nochmal danke für diese tolle Uhr. Sehr gerne. Ich danke aber auch im Namen hier vom Lifestyle und vom Alex für den netten Besuch hier. Ich komme morgen wieder, mache ich Klickblick. Ja, super. Es kann nur besser werden. Nein, 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 das war natürlich ein Spaß. Sind wir auf Mallorca gemeinsam auch nach Ostern? Nee, gewiss nicht. Nein, du musst ja arbeiten. Ja, ich muss mich jetzt erstmal um Schadensbegrenzung kümmern, weil ich habe einige ostdeutsche lesbische Fans. Auf diesen Zug würde ich nicht aufspringen, der ist gefährlich genug. Das war gerade schon also ganz hart an der Grenze. Das war an der Grenze, ne? Wir sind da nicht so despektierlich. Danke für den Besuch, hau rein. Vielen Dank. Auf Mallorca sehen wir uns wieder. Danke.